wirklich ein sehr, sehr großer Benefit war, wirklich diese Persönlichkeitsentwicklung einfach zu spüren und zu merken, was meine Dienstleistung wirklich wert ist, ohne dass ich dann schlechtes Gewissen haben muss, sondern dass die Frauen das sehr, sehr gerne bezahlen, die unheimlich dankbar sind, dass ich ihnen meine Hilfe anbiete und eine Lösung einfach für den ihr Problem auch habe. Und das wirklich für mich so zu erkennen, das war wirklich so ein Knackpunkt einfach. 6, 7, 8. Hallo Lorraine, es freut mich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Lass uns direkt loslegen und ja, vielleicht magst du dich selber einfach mal kurz vorstellen. Ja, sehr gerne. Ja, ich bin die Lorraine, ich bin 33 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin seit 2017 freiberufliche Trainerin und seit letztem Jahr auch Hüttebiet-Mover. Cool. Genau, und du hast dann vor einigen Monaten begonnen mit unserem Business Coaching. Wie war denn deine Situation vor unserem Business Coaching? Wie warst du da aufgestellt? Wie war deine berufliche Situation und wie ist sie jetzt nach dem Coaching? Ich habe im letzten Jahr im August mit dem Lifestyle Coach, mit dem Master Level gestartet. Hatte damals 12, 13 Kurse ungefähr die Woche. Also bin auch von einem Kurs zum nächsten getingelt, um ja auch irgendwo die Einnahmen zu generieren und mich da so über Wasser zu halten als Trainer. Ja, war okay gewesen. Also ich war jetzt nicht komplett unglücklich mit der ganzen Situation. Aber mir war ja schon, also war schon klar gewesen, dass ich das viele Jahre so wahrscheinlich in dem Pensum nicht machen kann. Also ich muss irgendwie eine Lösung finden, wie ich Umsatz generieren kann, ohne dass ich mich körperlich völlig fertig mache und nur von einem Kurs zum nächsten renne. Genau. Wenn ich da kurz einhaken darf, wie war es denn so in den schlimmsten Wochen, sage ich mal? Hattest du das Gefühl, die ganze Zeit nur unterwegs zu sein, auf der Stelle zu treten? Oder was waren so die Beweggründe, wo du gesagt hast, so geht es nicht mehr weiter oder langfristig gesehen geht es so nicht mehr weiter? Naja, also bei mir ist es so, ich habe an drei verschiedenen Standorten auch meine Kurse, auch immer in unterschiedlichen Räumlichkeiten. Das heißt, ich fahre zu jedem Kurs auch noch separat hin, habe also immer noch den Fahrtweg dazu, und bin dadurch schon alleine durch das Hin- und Herreisen, sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Und ja, das ist einfach auf Dauer. Ja, man ist mit dem Kopf einfach nicht immer dann klar bei der Sache, gell? Man ist einfach auch gestresst, gehetzt, und ja, man fühlt sich wie in so einem Hamsterrad letzten Endes, gell? Wo man permanent nur am Arbeiten ist und am Rumrödeln ist und aber ja, irgendwie am Monatsende klar auch was übrig bleibt, aber eben nicht so, wie man es vielleicht gerne hätte, damit man auch ein bisschen mehr Freizeit sich generieren kann und ja, einfach auch sein Leben mal mit den schönen Dingen des Lebens füllen kann. Gell? Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. So geht es ja sehr, sehr vielen unserer Coaching-Teilnehmer. So ging es dir vorher. Was hat sich jetzt verändert? Gibt es was, was sich verändert hat? Ja, auf jeden Fall. Es hat sich viel verändert. Also ich konnte durch das Coaching mein eigenes Lifestyle-Coaching-Programm erstellen und habe jetzt dadurch die Möglichkeit, ja, mir einfach ein geregeltes zusätzliches Einkommen zu ermöglichen. Und ja, also das ist, ich habe eigentlich meinen Umsatz jetzt dadurch auch fast verdoppeln können, mit einem relativ geringen Zeitaufwand, was ich jetzt investieren muss. Also natürlich das Programm erstmal zu entwerfen und auch die Betreuung der Klienten, das ist zeitaufwendig, aber nicht in dem Maße, weil ich es einfach von überall aus machen kann. Also ich kann es von zu Hause aus machen, ich kann das aber auch im Urlaub meine Frauen da betreuen und das macht es um einiges einfacher. Cool. Gell? Ja. Und wie war denn so deine Preisstruktur vorher? Hast du so mit Zehnerkarten und so gearbeitet und oder wie hast du das gemacht und was hat sich da vielleicht verändert? Ja, also ich hatte vorab oftmals so 8 Wochenkurse, teilweise aber auch von den Krankenkassen noch unterstützt. Also die Teilnehmer haben teilweise gar nichts bei mir bezahlen müssen, sondern die Krankenkassen haben das für sie mit übernommen, beziehungsweise haben sie dann eben auch sich 8er- bzw. 10er-Karten gegeben.
gekauft. Jetzt mittlerweile ist es so, dass mein 3-Monats-Programm im vierstelligen Bereich liegt und ich ja, somit natürlich auch ja, einfach einen anderen Umsatz generieren kann, als wie wenn ich dann ja, 5 Kurse zusätzlich gegeben hätte. Ja, das ist ja schon mal ein Unterschied, jetzt für einen Kunden, für ein Coaching schon vierstellig zu verdienen. Konntest du dir das vorher vorstellen oder welche Ängste und Zweifel hattest du vielleicht vor dem Coaching? Genau, was ging dir vorher so durch den Kopf? Ja, also es hat natürlich ganz, ganz viel auch mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Ich war mir einfach meiner Dienstleistung, meiner Arbeit überhaupt nicht bewusst. Also ich wusste wirklich nicht, was ich eigentlich bei den Frauen verändern kann und was das Ganze eben auch bewirkt, weil es ist ja nicht nur Training, es ist ja Mindset, es ist eine Persönlichkeitsentwicklung, gell? Auch im Masterlevel selbst. Also hat mir das unheimlich weitergeholfen, ja, auch mein Umfeld zu analysieren, zu gucken, liegen meine eigenen Stärken und meine Schwächen, wo werde ich vielleicht häufig darauf angesprochen, gesagt, Mensch, Lorin, wie machst du das denn, gell? Und so hat sich dann letzten Endes auch mein Programm erst entwickelt. Und ich hätte vorher im Leben also das hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt so ein Programm erstellen kann, beziehungsweise natürlich auch so hochpreisig verkaufen kann. Also das ja, war eine ganz neue Erfahrung auf jeden Fall für mich. Genau, aber es geht ja. Ne? Und Es du geht. hast auch erkannt, dass deine Dienstleistung so einen Wert hat. Ja, absolut. Gab es noch andere Zweifel, andere Ängste, die du hattest, bevor du ins Coaching gegangen bist? Ja, auch so ein bisschen der Zeitaufwand. Also dadurch, dass ich ja in diesem Hamsterrad schon eh war und teilweise nicht mehr wusste, wo oben und unten ist, habe ich mir so ein bisschen ja, Gedanken gemacht, ob ich das zeitlich überhaupt umsetzen kann. Also die ganzen Tipps, die ihr mir dann auch gebt. Aber der Zweifel war eigentlich völlig unbegründet, weil es so eine super Plattform einfach ist, wo man ja sehr unabhängig und sehr flexibel in seinem Tempo auch weiterarbeiten kann. Und ich habe da ja wirklich die ersten 2 Monate gut durchgezogen, habe da wirklich viele oder meine freien Minuten wirklich dafür genutzt, um im Masterlevel weiterzukommen und hatte dann 8 Wochen nach meinem Start bereits den ersten Abschluss im vierstelligen Bereich. Also das war schon wirklich Nicht eine schlecht, coole Nummer. ja. Und dann, ab dann wusste ich, okay, es funktioniert, es läuft und dann ist natürlich die Motivation noch größer. Gell? Auf jeden Fall, ne? Das, also nach 8 Wochen, wir sagen auch immer, die ersten Sales sollten nach 2 bis 3 Monaten kommen. Aber hast du gedacht, dass es so schnell geht? Nee, im Leben nicht, im Leben nicht. Also wo ich, oder wo wir im August das alles fertig gemacht haben, dachte ich, um Gottes Willen, was hast du jetzt getan, ob das alles klappt? Aber ja, du hast nicht zu viel versprochen. Es funktioniert einfach. Es funktioniert und das ist das Geile. Und man kann es, egal mit welcher Zielgruppe, egal mit welchem Produkt, man kann es immer wieder anwenden. Und das ist eigentlich das Geniale daran. Cool. Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für das Vertrauen. Ne, weil du Ja, es musst ist. uns ja am Anfang glauben, dass das auch wahr ist, was wir erzählen. Genau, und ich freue mich, dass das auch so gut geklappt hat bei dir alles. Ja, hast Aber du ich hatte eh keine Zweifel. Überzeugungsarbeit am Anfang geleistet? Wie bitte? Da hast du gute Überzeugungsarbeit am Anfang geleistet. Ja, Also die ich ist war sehr manchmal skeptisch, nötig. muss ich sagen. Das war nicht einfach. Ja, aber wir haben es hingekriegt und es hat sich Ja, gelohnt. Cool. absolut. Wie würdest du denn sagen, wie lief denn allgemein so die Zusammenarbeit mit uns ab? Wie würdest du das jemandem beschreiben, der das noch nie gemacht hat, in deinen eigenen Worten? Also die Zusammenarbeit mit euch war zum einen natürlich äußerst kompetent, sehr unkompliziert, also auch schnell mal eine WhatsApp-Nachricht, abends vielleicht mal um 7 noch geschrieben, weil man sagt, oh Gott, Frühs, ich habe einen Setting-Call, was mache ich denn jetzt? Das war sehr, sehr unkompliziert, dass ihr dann gesagt habt, komm, wir treffen uns einfach um 8 nochmal in einem Call, wir machen das vorher gemeinsam nochmal, geben euch einfach da so ein bisschen die oder nehmen uns die Angst ja, geben uns so diesen roten Faden, wie wir denn überhaupt so ein Gespräch dann mit einem potenziellen Kunden führen können.
Und ja, auch so der Austausch in der WhatsApp-Gruppe, das war halt einfach super, gell? Also man motiviert sich gegenseitig, man pusht sich, man kriegt auch ja Input einfach, was man für Reels machen kann oder mit Social Media, wie man da am besten arbeitet. Das waren ja alles so Sachen, man hat es irgendwie gemacht, aber man hatte nicht wirklich einen Plan. Und diesen Plan bekommt man halt einfach von euch an die Hand und weiß dann genau, wie Step by Step funktioniert. Gell? Cool, hört sich auch mega an. Denken wir nochmal zurück. Vor dem Coaching gab es eine Sache, wo du dich, weswegen du dich am Ende für das Coaching entschieden hast. Was hat dich am Ende überzeugt? Ja, am Ende überzeugt hat mich wirklich die Tatsache zu wissen, wenn das funktioniert, habe ich auf jeden Fall eine Möglichkeit, meine Selbstständigkeit in Angriff zu nehmen, ohne dass ich hier 20 Kurse in der Woche geben muss. Also einfach mit einem ja, gewissen Zeitaufwand, natürlich braucht man dazu, aber es ist eben nicht in dem Umfang, wie wenn ich jetzt eine Fünferkarte verkaufe für, was weiß ich, 50, 60 Euro. Da muss ich natürlich deutlich mehr dafür arbeiten, bis ich vielleicht mal 2000 Euro verdient habe. Ja, und das war wirklich so der ausschlaggebende Grund, der Wunsch einfach von Unabhängigkeit, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für die Freunde, für die Kinder. Das einfach zu haben und natürlich auch ja, Zeit für sich auch wieder zu finden. Genau. Ja, mega. Also ich finde, da hast du auch ein paar wichtige Punkte auch angesprochen, weil letztendlich machst du das Ganze ja auch aus Leidenschaft und das soll dann nicht so sehr zu einem Hamsterrad werden, dass du dann, dass deine Freiheit auch am Ende eingeschränkt wird. Weil warum machst du das Ganze denn? Ne? Und wenn du dann keine Zeit mehr für dich hast, für deine Familie, ja, geht irgendwann der Sinn verloren. Ne? Dann machst du zwar das, was du liebst, aber irgendwie macht es dann auch keinen Spaß mehr. Ne? Und Richtig. deswegen bringen wir dann halt dieses hochpreisige Verkaufen bei, weil Spezialisierung ist da wirklich die Lösung, weil du brauchst halt dieselbe Zeit, ob du einen Kunden für 300 Euro abschließt oder für 3000 Euro am Ende. Und das hat halt immer mit der persönlichen Beziehung zwischen dir und dem Kunden zu tun. Und wenn du eh so viel da investieren musst und mit dem auch mal ein Telefonat führst, auch mal ein Videocall, dann sollte man doch sich diese Mühe vielleicht lieber machen für ein richtig tolles Coaching, was den Kunden viel weiterbringt, anstatt irgendein Billig-Coaching, nur aus Angst, dass man ja, dass der das sonst nicht kauft, ne? Ja, richtig, auf jeden Fall. Und am Ende zählt das Ergebnis. Und ja, die Kunden sind einfach überglücklich und sehen nicht unbedingt den Preis vordergründig, sondern die Lebensqualität und das Ergebnis, was sie sich am Ende ja erhofft haben und ja auch erzielt haben. Ja, und das ist ja immer das, was ja. Voll, und das ist viel, viel mehr wert. Auch Ja. mehr wert als so ein hochpreisiges Coaching, ne? Was ist denn mehr wert als Gesundheit? Und Absolut. da, darum geht es halt, den Fitnesstrainern wieder zu helfen, das Geld zu verdienen, was halt auch zu dem Wert passt, den du generierst für den Kunden, denn du generierst Gesundheit für den und es gibt ein nichts Höheres. Das ist unbezahlbar. Genau. Und irgendwie haben es die Fitnesstrainer in Deutschland geschafft, sich trotzdem immer unter Wert zu verkaufen. Ja, das ist Ja. ja den eigenen Selbstwert eben auch kennen, gell? Und das Ja. sich auch wert sein, zu sagen, okay, meine Dienstleistung ist eben nicht nur 50 Euro wert oder 100 Euro, sondern deutlich mehr. Und den Wert zu erkennen und dann eben das auch selbstbewusst nach außen tragen zu können, ja, sind dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen alte Glaubenssätze, die noch festhängen, wo man sagt, oh Gott, ich kann das nicht und was sollen die dann denken und so. Man macht es ja auch gerne. Also man möchte den Leuten ja auch helfen und Ja. würde wahrscheinlich auch für weniger Geld machen, aber letzten Endes, ja, müssen wir auch davon leben können und ja, das ist Klar. eben ein Geben und Nehmen, gell? Genau. Und am besten wirst du immer für die Sachen bezahlt, die du so gerne tust, dass du sie auch kostenlos machen würdest. Ja, richtig. Genau, aber wie du richtig gesagt hast, ne, sehr viel Mindset-Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze und sowas ist ja auch alles Teil in unserem Coaching. Ne? Viele denken immer nur, ja, es geht hier nur um die Marketing- und Business-Tipps, aber ja, was würdest du sagen? Was waren so die größten, was war das, was du ja am meisten daraus siehst aus unserem Coaching? Ist es, dass du gelernt hast zu verkaufen, sind es die Umsätze, die du jetzt machst, ist es oder vielleicht irgendwas,
irgendwelche Learnings in deiner Persönlichkeit, irgendein Wachstum da? Was ist aus deiner Sicht so einer der größten Benefits für dich gewesen? Ja, also das wirklich ein sehr, sehr großer Benefit war wirklich diese Persönlichkeitsentwicklung einfach zu spüren und zu merken, was meine Dienstleistung wirklich wert ist, ohne dass ich dann schlechtes Gewissen haben muss, sondern dass die Frauen das sehr, sehr gerne bezahlen, die unheimlich dankbar sind, dass ich ihnen meine Hilfe anbiete und eine Lösung einfach für den ihr Problem auch habe. Und das wirklich für mich so zu erkennen, das war wirklich so ein Knackpunkt einfach. Ja, und natürlich auch, wie etabliere ich überhaupt ein Produkt am Markt? Woher weiß ich, was der Markt gerade braucht? Also das war auch ein sehr, sehr großes Learning einfach von mir, was man auch auf andere Produkte ja wieder auf ja. oder selber auch wieder umsetzen kann. Gell? Also das ist halt das Konzept, das funktioniert halt einfach überall und es muss ja nicht bei dem einen Coaching-Programm bleiben, sondern man kann ja jetzt darauf auch aufbauen und sagen, okay, ich nehme nochmal eine andere Zielgruppe und analysiere das wieder genau und habe jetzt Step by Step die Anleitung dafür, wie es eben funktioniert. Mhm. Ja, genau. Ne? Also du hast die Skills gelernt, du kannst das jetzt nutzen, du brauchst unser Coaching dann quasi nicht mehr, nachdem du es einmal gelernt hast und dein Produkt läuft zwar jetzt, aber wenn du irgendwann Lust hast auf eine neue Zielgruppe, auf neue Produkte, weißt du ganz genau, wie du die entwickeln kannst und wie du sie erfolgreich machen kannst. Ja, ja. Letzte Frage. Was würdest du jemandem raten, der in deiner Situation war vor dem Coaching, vielleicht das auch ein bisschen in Erwägung zieht, sich aber nicht sicher ist? Was würdest du dir selber sagen vor dem Coaching? Ja, also ich würde denjenigen auf jeden Fall empfehlen, erstmal einen Termin mit euch zu buchen, einfach mal zu gucken, mal zu sprechen, wo steht derjenige gerade, könnt ihr ihm auch überhaupt weiterhelfen oder wo soll sein Weg überhaupt hingehen? Und dann sich einfach trauen, einfach machen und rausgehen mit seiner Idee, mit seinem Produkt, das ordentlich vermarkten, gucken, wie seine Zielgruppe spricht, gell, was die Nische letzten Endes ausmacht und einfach machen. Gell? Das ist cool. Sich trauen, den Termin mit euch zu machen und sich da beraten zu lassen. Und das, ihr macht das einfach klasse. Also von daher sollte man es definitiv nutzen, wenn man nicht mehr in dem Hamsterrad leben möchte und von einem Kurs zum nächsten tingelt oder einfach mit seinem Umsatz als Trainer nicht zufrieden ist und nicht weiß, wie man seine Miete bezahlen soll, dann einfach das Geld nochmal in die Hand nehmen und richtig investieren. Cool. Ja, es geht nämlich auch anders. Ne? Man muss da nicht dieses Leben am Existenzminimum führen, wie das viele Trainer leider machen, weil sie denken, es geht nicht anders. Es geht anders. Ne? Und man muss es sich selbst nur erlauben. Man muss sich auch mal trauen, wie du gesagt hast, auch mal trauen, ne? In so einen Call zu gehen, sich einfach mal alles anhören. Klar kann man sich zu Hause einsperren und nie eine Entscheidung treffen und nie was falsch machen, aber dann lebt man auch nicht. Ja. Na, und ich finde es auch super, dass du den Call angesprochen hast, weil das würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie unklar ist, ob das auch bei ihm oder bei ihr funktionieren kann. Denn ihr habt auch die Möglichkeit, hier direkt den Call zu buchen. Das Video werden wir ja auf YouTube veröffentlichen. Hier irgendwo unten müsste es dann so einen Link geben, genau zu so einem Call. Und dieser Call ist noch kein Verkaufsgespräch. Es geht erstmal darum, so eine Strategie gemeinsam zu entwickeln, um zu gucken, passt das zu dir? Ist das überhaupt möglich? Macht das Sinn? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und das gucken wir uns wirklich sehr individuell an und würden dann derjenigen Person auch sagen, wenn es nicht passt, denn wir haben nichts davon, Leute zu coachen, die am Ende nicht erfolgreich werden. Im schlimmsten Fall spricht sich das rum. Wir wollen lieber mit Kunden über mehrere Jahre zusammenarbeiten und da lohnt es sich erst für uns. Und wenn du da auch gerne Klarheit haben willst, würde ich dir empfehlen, buch dir einfach so einen Strategie-Call und wir lernen uns mal kennen und guck mal, ob das Ganze Sinn macht. So, Lorraine, das war's schon. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du so gut reinhaust bei unserem Coaching. Bist ein Vorbild auch für die anderen Coaching-Teilnehmer. Ich hoffe, das weißt du. Und ja, ich bin auch gespannt darauf, was wir noch von dir so erwarten können. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne.
Genau, und wenn euch dieser Erfahrungsbericht gefallen hat, hier irgendwo müssten noch weitere Links auch auftauchen. Genau, da könnt ihr auch gerne draufklicken oder wie gesagt, einfach mal so ein Gespräch buchen und dann sprechen wir direkt. Cool, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Lorraine. Und an die, die zugucken, ich hoffe, ich sehe euch bald in so einem Call. Ciao. Alles klar. Ciao. 6, 7, 8.